Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Wir haben morgens um 7 und ich bin in Kroatien, in Dajla. Und jetzt gehe ich joggen. Nach dem Intro. Mein Plan ist es heute, 2 Stunden an der Küste entlang zu laufen. Das heißt, ich laufe von Dajla in den Norden Richtung Umag. Habe ich ja schon mal heute ein bisschen länger als beim letzten Mal. Eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Und dann habe ich 2 Stunden Jogging hinter mir. Sonne scheint heute nicht so sehr. Trotzdem habe ich meine Brille auf. Ist cooler. Ist ein bisschen bewölkt. Von daher ganz angenehm zu laufen. Und die Strecke ist eh cool. Ich bin jetzt eine halbe Stunde unterwegs. Hier an der Küste läuft es ganz gut. Es ist ein gutes Wetter heute zum Laufen. Schön bewölkt und nicht so heiß. Das ist gut. Noch eine halbe Stunde dann mache ich einen U-Turn. Hier im Hintergrund haben wir wieder einen typischen kroatischen Fußballplatz. Sieht man das? Ja. Guck dir das mal an. Ja, da ist Fußball spielen lernen eine richtige Herausforderung. Hatte ich ja schon mal. Die sind so geil. Alles total verwuchert. Aber wenn man das hier lernt, hat man drauf. Ich laufe jetzt rein nach Lorenzica oder wie das heißt, San Lorenzo auf Italienisch. Hier ist ja alles so ein bisschen italienisch angehaucht, weil früher Italiener hier auch gegrast haben. Und jetzt bin ich schon weiter als beim letzten Mal auf dieser Strecke. Das stimmt mich schon mal froh. Und laufe jetzt hier weiter die Küste entlang. Immer weiter. Noch ungefähr 25 Minuten und dann drehe ich rum. Ich bin jetzt hier irgendwo im Gebüsch entlang der Küste. Voll der kleine Wald sozusagen, direkt an der Küste. Aber jetzt bin ich schon wieder raus, guck mal. Da ist schon wieder das Meer. Ging ganz schön schnell. Ich laufe weiter. Guck mal, wo ich jetzt hier so hingelange. 10 Minuten habe ich noch. Ein bisschen U-Turn mache. Auf meinem Weg die Küste entlang komme ich natürlich auch an Orte, die irgendwie nicht so geil sind. Erstmal hier, ich bin hier in San Ivan, San Giovanni, in welcher Sprache man auch immer das sagen möchte. Und hier so ein Campingplatz, da bin ich eben drüber gelaufen. Alter, da willst du nicht begraben sein. So ein scheiß Campingplatz, ehrlich. Finde ich überhaupt nicht gut. Ich habe eben eine Familie gesehen, liegen am betonierten Strand. Beton. Liegen sie da. Morgens um kurz nach 8. Liegen sie da. Auf dem blanken Beton. Ohne Handtuch, ohne was. Am Wasser. Hauptsache am Meer. Pellen sich aus dem Bett. Morgens. Um sich dann auf den Beton zu legen. Und die nicht ganz so knallende Sonne heute zu genießen. Hammer. Finde ich bescheuert. Ich laufe mal weiter. Ich bin noch immer in San Ivan, San Giovanni und jetzt der Moment gekommen, in dem ich einen U-Turn mache. Hier ist auch der Blog zu sehen von Odyssee 2001. Und hier einfach mal so eine Mauer da raus aus dem Boden. Was ist das denn? Achso, das ist irgendein Zeichen. Ja, auf der anderen Seite sah es ein bisschen komisch aus. Egal. Also hier ist der Moment, in dem ich einen U-Turn mache. Bin jetzt knapp über eine Stunde. Dieser Block ist geil. Knapp über eine Stunde unterwegs. Und jetzt mache ich mich wieder zurück. Coole Strecke. Ja. Odyssee 2001. Da macht es doch jetzt eigentlich an der Stelle.
muss hier nun etwas richtig stellen. Vorhin hatte ich erwähnt, dass eine Familie sich auf den Beton gelegt hat und da gepufft hat, morgens um kurz nach 8. Das war so nicht richtig. Das war keine Familie, das waren einfach nur vier Besoffene. Ich habe ein Foto gemacht, das blende ich jetzt ein. Und im Hintergrund sieht man die vier Besoffenen, die da liegen, auf dem blanken Beton und pofen noch eine Runde. Was der Teufel, was die gestern gemacht haben. Wahrscheinlich gesoffen wie die Hacke. Aber macht ja nichts, kann man machen. Wenn es eine Familie gewesen wäre, wäre es echt übel. Ich bin jetzt bei 1 Stunde 55. Da drüben auf der anderen Seite dieser Bucht ist mein Ziel. Ich habe noch circa 10 Minuten vor mir. Und da drüben ist Daila. Hier weiß ich gar nicht, wie das heißt. Gerade. Scheißegal. Hauptsache, ich bin in 10 Minuten dann da. War jetzt die letzte Viertelstunde, 20 Minuten war es schon recht beschwerlich. Wenn man insgesamt fast 2 Stunden unterwegs ist, merkt man das in den Beinen. Schon okay. Guter Sport heute. Also ich bin gleich da. Dann melde ich mich nochmal zum Abschluss. 2 Stunden, 5 Minuten. Ich bin in Deile angekommen. Wir haben hier einen schönen Kunstrasenplatz. Da kann man leider nicht drauf gehen. Ist gesperrt. Aber egal. 2 Stunden, 5 Minuten bin ich heute gelaufen. Alles cool. Ich habe noch ungefähr 100 Meter. Dann bin ich bei meiner Unterkunft. War heute ein schöner Lauf. Bisschen schattig gewesen. Das war sehr gut. Bewölkt heute. Hoffentlich zieht es noch ein bisschen auf, dann kann ich schwimmen gehen. Und wenn ihr im Urlaub seid, macht auch Sport. Aber ein Tipp von mir, macht auch vor dem Urlaub Sport. Weil im Urlaub kriegt ihr sonst nicht einen Arsch hoch. Wenn ihr schon fit hinfahrt, das ist nämlich ganz gefährlich. Also, Cheerio, bis Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Ich freue mich drauf.